Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei Amchulf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Roblox Doors Floor 2. Heute mit etwas ganz Besonderem. Beim Floor 2 Update wurden eine Menge Sachen geändert. Das habt ihr mir auch in den Livestreams schon gesagt, dass auch Floor 1 geändert wurde. Neue Entities, andere Sachen, die passieren können, es ist viel schwieriger geworden, neue Animationen und so weiter und so fort. Eine Menge cooles Zeug. Und was auch dazu gekommen ist, ist folgendes Achievement. Das Dead of Night Achievement. TikTok goes the clock. Das ist ein Achievement, was man bekommt, wenn man Dredd besiegt. Manche von euch werden sich jetzt fragen, was ist Dredd? Kein Problem, ich werde es euch erklären. Und zwar ist Dredd diese Entity, die ihr gerade hier auf dem Bildschirm seht, ist damals in einem Update quasi secret-mäßig hinzugefügt worden. Ich glaube sogar beim Backdoors Update, ne, da wo wir von Tür minus 50 starten, ist Dredd ins Game reingekommen. Lange Zeit war es ziemlich schwer, ihn zu triggern. Man musste ungefähr eine Stunde oder noch länger in einem Raum bleiben, um ihn zu triggern, damit er angreift. Aber damals, als er im Game war, gab es auch noch kein Achievement. Ja, hat sich also nicht mal gelohnt, wenn man eine Stunde irgendwo rumgestanden hat. Aber jetzt gibt es das Dead of Night Achievement, Freunde, und ihr wisst es, die schon öfters Doors bei mir geschaut haben, ja, ich bilde mir sehr viel darauf ein, dass ich bis vor kurzem alle Achievements in Doors hatte. Alles, was man hier irgendwie erreichen konnte, hatte ich. Jetzt kam das Floor 2 Update und es sind eine Menge neue Achievements dazugekommen. Und wir werden uns natürlich wieder darum kümmern, dass ich höchstpersönlich alle Achievements besitze. Deswegen werden wir heute in diesem Video Dredd triggern. Ich werde euch zeigen, wie das geht. Ein paar Sachen müsst ihr dafür beachten und wie ihr dieses Achievement am besten bekommt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr solcher Videos und Erklärungen zu Doors sehen wollt. Ja, ich mache das gern für euch. Kein Problem, ich bin für euch da. Im Gegenzug könnt ihr auch für mich da sein, Freunde, denn am 7.9. kommt meine Funko-Pop-Figur wieder raus. Ihr habt die ja komplett leer gekauft letztes Mal. Ihr habt das Ding, ihr habt den Laden leer geräumt, ja. Die Figuren waren alle weg. Wir haben aber neue bestellt und dieses Mal kommt die Funko-Pop-Figur mit einem Shirt und einer Autogrammkarte zusammen sogar in den Shop. Das heißt, ihr bekommt noch mehr für euer Geld. Ich finde, das ist gut. Am 7.9. um 18 Uhr kommt die Figur raus, Freunde. Deswegen schaut auf jeden Fall im Shop vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und wir starten mal eine Runde auf Floor 1. Wir müssen ja nicht mal auf Floor 2 jetzt. Wir können einfach Floor 1 starten. Let's go! Und wir sind im Hotel Floor 1. Und eigentlich das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist einen Raum zu finden, in dem eine dieser großen Uhren hängt. So eine Uhr hier, genau. Wir müssen einen Raum finden, wo so eine Uhr hängt. Da müssen wir dann rein und ein paar Sachen erledigen. Keine schweren Sachen, deswegen wird es sogar relativ... Oh, es ist direkt sogar der erste Raum. Ich weiß nicht, ob das im ersten Raum funktioniert, deswegen laufen wir nochmal kurz weiter. Ich will jetzt nichts falsch machen. Ich habe mir nämlich genau angeguckt, was wir machen müssen, um dieses Achievement zu bekommen. Ich will es haben. Und deswegen werden wir jetzt schauen, dass wir auch einen richtigen Raum dafür finden. Und ich es nicht aus Versehen falsch mache oder so. Weil das wäre uncool. So, hier ist auch keine Uhr drin. Raum Nummer 8. Oh, hier könnte bestimmt eine drin sein, oder? Irgendeinem dieser Räume? Weil seit jetzt dieses Achievement hier drin ist im Game, sind diese Uhren. Diese Uhren zählen übrigens nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur diese großen Runden, die an der Wand hängen. Denn seit diese Badge jetzt hier im Game ist, sind diese Uhren, glaube ich, auch seltener. Die gab es sonst öfter. Es gab sonst mehr von diesen... Oh, eine Batterie, aber die kann ich nicht mitnehmen. Es gab sonst mehr von diesen Türen. Ich bin mir ziemlich sicher. Habe ich gerade gesagt, es gab mehr von diesen Türen? Ich meine natürlich, es gab mehr von diesen Uhren. Wie auch immer, ist ja alles das Gleiche. Türen, Uhren, alle Wege führen zu Figger. Was weiß ich schon. Okay, Freunde, hier sind wir jetzt. Das ist Raum Nummer 16. So, ihr seht es. Wir haben jetzt hier diese Uhr, die läuft. Wichtig ist nun, wir brauchen jetzt circa, das dauert 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten oder so, um das zu triggern. Und es gibt ein paar wichtige Sachen, die ihr dabei beachten müsst. Sobald ihr diese Uhr gefunden habt, bringt es nichts, wenn ihr einfach vor der Uhr steht und diese Uhr anstarrt. Das bringt rein gar nichts. Ihr müsst euch in diesem Raum ein bisschen bewegen, ihr lauft hin und her, ihr sucht Sachen. Quasi gaukelt ihr dem Game vor, dass ihr euch verlaufen habt, ja? Ihr sucht, guck mal, wir suchen zum Beispiel gerade einen Schlüssel. Was weiß ich, wo der Schlüssel ist, ja? Wir müssen jetzt suchen. Also, ihr müsst einfach nur nicht vor der Tür stehen bleiben, vor der Uhr stehen bleiben und die Uhr die ganze Zeit anstarren. Nicht AFK gehen quasi. Ihr müsst euch also ein bisschen bewegen, ihr lauft einfach hin und her, ihr guckt die Wände und die Decke an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Uhr läuft einmal rum, bis beide Zeiger oben sind. Ihr seht ja, wir haben jetzt 11 Uhr,
Und die Uhr läuft einmal rum, bis beide Zeiger auf der 12 sind. Und dann haben wir 12 Uhr. Guck mal, hier sind sogar in jedem Raum gerade die Türen. Geisteskrank. Aber dann haben wir gleich aber 12 Uhr. Quasi. Die Uhr läuft einmal rum. Was ihr jetzt vorbereiten müsst, in der Zwischenzeit, während diese Uhr am Laufen ist, ist, dass ihr zur Tür geht. Deswegen bringe ich auch die ganze Zeit Tür und Uhr durcheinander, Leute. Ihr müsst quasi eure Flucht vorbereiten. Denn dieses Dread Achievement, das... Wo war Screech? Na egal. Das bekommt ihr nur, wenn ihr überlebt. Das Achievement ist nicht, dass wir Dread getriggert haben. Das Achievement ist, dass wir überleben und es schaffen, abzuhauen. Das heißt, sobald er quasi getriggert ist, müssen wir sofort durch diese Tür durch und abhauen. Ja? Das ist mega wichtig, dass man das macht, dass ihr darauf vorbereitet seid. Weil wenn Dread erstmal getriggert ist und euch angreift, dann ist Schicht im Schacht. Dann könnt ihr aufhören. Dann ist rum. Dann müsst ihr von vorne anfangen. Dann müsst ihr wieder 10 Minuten, 15 Minuten. Ist ein bisschen unterschiedlich, wie lange es dauert. Müsst ihr wieder warten. Und da habt ihr garantiert keine Lust drauf. Deswegen müsst ihr eure Flucht quasi genauestens planen und vorbereiten. Keine Sorge. Gleich am Ende vom Video schauen wir uns auch einmal den Jumpscare von Dread an. Ja? Also einmal zeige ich euch jetzt, wie ihr das Achievement am besten bekommt. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wie es aussieht, wenn Dread euch schnappt. Weil das sieht auch richtig crazy aus, Leute. Ich sammle mir hier noch die ganzen Münzen gerade. Guck mal, wenn ich schon mal gerade noch hier drinne bin, ziehe ich mir noch die ganzen Münzen rein. Easy. Ganz entspannt. So, wie lange Zeit haben wir? Guck mal, sind schon 20 Minuten quasi vergangen hier auf der Uhr. Wir warten mal, bis die Uhr fast einmal rumgegangen ist. Und dann geht's los. Weil gleich werden noch ein paar Sachen passieren. Da werden gleich noch ein paar Sachen passieren, Freunde. Das wird gleich noch ein bisschen ungemütlich hier. Oh, und jetzt fängt es auch langsam schon an, Freunde. Ich weiß nicht genau, ob ihr es hören könnt. Vielleicht, wenn er ein bisschen lauter macht. Doors hat ja so eine Hintergrundmusik. Ja, auch jetzt in einem Raum, wo nichts los ist, hat man ja als so ein Rauschen im Hintergrund, sage ich mal, ne? Und desto länger wir in diesem Raum jetzt sind mit der Uhr und auf Dread warten, desto lauter und desto intensiver wird dieses Rauschen langsam. Ja? Also man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht gut. Wir sind schon bei 35. 11.35 Uhr. Puh. Oh, Leute, es geht los. Dieses Geflacker hier. Jetzt gehen Lampen kaputt. Und jetzt ist das Rauschen richtig laut im Hintergrund. Wir sind bei 15:15 oder so. Jetzt wird's übel. Okay, wir müssen gleich ein bisschen die Uhr im Auge behalten, weil wenn die Uhr 12 Uhr schlägt, müssen wir wirklich direkt aus diesem Raum raus. Das Licht hat gerade geflackert, die Musik ist jetzt da. Ey, das ist mega unangenehm. Es ist richtig räudige Hintergrundmusik. Obwohl, wirklich Musik ist das ja gar nicht. Man hört auch alles so ein Zischen, ne? Hört ihr das? Dieses Zischen? Was ist das? Okay, gleich werden alle Lampen kaputt gehen. Das ist passiert. Es geht los. Die Lampen gehen kaputt. Alle Lampen gehen kaputt. Oh. Alter. Alles geht kaputt. Die eine Lampe ist noch an. Hi. Die Lampe brennt noch. Okay, aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr noch gucken. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ist da hinten was? Da hinten hat gerade was geleuchtet, oder? Warte. Screech müssen wir abwehren. Oh, wir haben gleich 12. Nochmal Screech. Wir müssen gleich im richtigen Moment abhauen. Ich hoffe, es klappt. Oh. Alter, Screech. Junge, ich habe mich übel erschreckt gerade. Wir müssen im richtigen Moment abhauen. Wenn wir zu früh abhauen, ist schlecht. Wenn wir zu spät abhauen, ist schlecht. Und ich will ja das Achievement bekommen. So. Immer schön hin und her laufen. Wir bewegen uns. Ich bin gar nicht AFK. Alter, Screech.
Hör mal auf. Schon wieder? Bruder, was macht er auch für ein Geräusch? Er macht so ein Zischgeräusch, ne? Das ist neu. Wenn er da ist. Gleich ist 12 Uhr, Freunde. Da ist er. Gleich ist es soweit. Es ist 12! Wir müssen gehen! Oh! Yes, wir haben's! Yes! Wir haben das Dead of Night Achievement bekommen, Freunde. Puh. Okay. Okay, ich hab's euch gezeigt. Okay. So bekommt ihr das Achievement. So, oh, ganz viel Gold. So bekommt ihr das Achievement. Einfach überleben, bis 12 Uhr warten, alles vorbereitet haben und dann verlasst ihr einfach schnell diesen Raum. Okay, jetzt zeige ich euch noch, wie Dread natürlich aussieht. Wir wollen natürlich auch den Jumpscare sehen, oder? Let's go. Allerdings stelle ich mir jetzt gerade eine Frage, Leute. Wir sind ja jetzt eben aus dem einen Raum rausgekommen. Jetzt ist hier schon wieder so eine Uhr. Kann ich den nochmal triggern? Auf die gleiche Art und Weise? Einfach jetzt im nächsten Raum nochmal warten und schauen, was passiert? Ich glaube, das werde ich machen. Wir warten einfach jetzt im gleichen Raum hier, also nicht im gleichen Raum, es ist ein anderer Raum, aber auch mit einer Uhr im gleichen Run, ob wir Dread nochmal triggern können. Und dann schauen wir uns den Jumpscare an. Let's go. Ah, Freunde, ja, wir können Dread tatsächlich nochmal triggern. Ich habe jetzt schon eine Weile hier gewartet. Ich habe euch das natürlich jetzt nicht alles gezeigt. Ihr müsst ja nicht nochmal mit mir warten. Und wir haben schon wieder 11:45, Freunde. Kurz vor 12. Zeit, was zu tun. Alter, guck mal, wie dunkel es jetzt auch hier vorn geworden ist, ne? Richtig übel. Ey, ich finde das mega cool, dass man Dread irgendwie so triggern kann, triggern muss. Ich finde das mega interessant. Okay. Gleich sollte es wieder soweit sein. Gleich geht das ganze Licht wieder aus. Gleich macht es Patch. Und die ganzen Lampen werden platzen. Und dann werden wir uns ansehen, wie Dread wirklich aussieht. Wie er hier im... Da passiert's. Es geht aus. Die Lampen? Oh, hier sind diesmal wirklich alle aus. Alter, ist das dunkel. Wow, okay, ich kann hier bei dem Schlüssel bleiben. Hier ist noch ein bisschen hell. Screech. Boah, hab ich mich erschreckt. Okay, ich bleib hier in dem Raum, glaube ich. Ich verstecke mich hier hinter den Sesseln. Hier kommt Dread bestimmt nicht an mich ran. Also kann ich den Schlüssel eigentlich mehrmals mitnehmen? Nee, ne? Ja, gut, okay. Okay. Cool. So, ist irgendwo Screech? Ja! Ey, Screech, der kleine Drecksack. Leute, gleich ist es wieder soweit. Gleich kommt er. Bin gespannt, wie er aussieht. Ob das einfach nur ein Jumpscare ist? Oder kommt er so langsam durch den Gang geschwebt? Das wäre krass. Stell dir mal vor, wir stehen hier so vor der Tür. Und dann kommt er so langsam durch den Gang. um uns fertig zu machen. Boah, ich muss schon husten. Okay, 5 Minuten noch. 5 Minuten noch bis 12. Und könnt ihr euch vorstellen, bis vor einer Weile hat das, wenn man das triggern wollte, fast immer eine Stunde gedauert, um auszulösen, dass Dread kommt. Komplett krank, oder? Okay. So, wir wollen nicht durch die Tür. Wir wollen nicht in den nächsten Raum, aber da ist es gleich soweit, Freunde. Gleich ist es 12. Ist es 12? Nee, noch nicht. Warte, ist es... Oh, Screechy. Jetzt ist es 12, oder? Nee, noch nicht. Was? Screech, okay. Dread? Das ist Screech nur. Wo ist er? Da. Ey, er kommt nicht. Jetzt kommt er. Jetzt. Oh. Ich bleib einfach hier stehen, okay? Da ist... Oh, Screech hat uns angegriffen. Wow! Alter, man hat ihn nur so ganz kurz gesehen und dann haut er uns einen rein. Oh, hallo, du bist es. Du bist an dem gestorben, den sie Dread nennen. Bleib nicht so lange stehen. Lauf einfach weiter. Du wirst dich schon noch an diesen Ort gewöhnen. Ey, Leute, let's go. Wir haben Dread gesehen und sogar sein Achievement bekommen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.